Wir sind live, so wie es aussieht. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Festool Live. Mein Name ist Frank und mit dabei heute mein Kollege, den José. Da. Genau, ich helfe und unterstütze dich heute. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Du genau. Machst, was machst? Ich mache die DF500 und zwar das, was wir letztes Mal ebenfalls schon angefangen haben. Und der José macht die DF700. Und vielleicht. Ja, die Kommentare von letztes Mal, wundert euch jetzt nicht, dass hier wir zwei dastehen. Wir werden jetzt intern immer so ein bisschen durchwechseln, sodass mal jeder hier vor der Kamera stehen kann und das Ganze ja, mal moderieren darf. DF500 hat ja letztes Mal der Julian und der Sascha recht gut gezeigt. Und dort, wo sie stehen geblieben sind, nämlich mit dem lösbaren Verbinder, dort würde ich praktisch einsteigen. Und vielleicht vorab ein paar Informationen bezüglich des Buches, weil hier sind auch immer wieder Fragen gekommen, ja, wo gibt es das Buch, kann man das Buch da bekommen? Und ich schlage es mal auf, hier gibt es also alle Informationen über die Domino-Dübelfräse, und zwar über die DF500 und natürlich auch über die DF700. Und das Ganze könnt ihr ja bei uns auf der Webseite bei den Dominos sowas. Genau, auf der Domino-Seite findet man das und bestellen. Bestellen, richtig. Oder ausdrucken. Oder ausdrucken, genau. PDF, als downloaden. PDF. Also hier ist alles drin. Was zeigt man hier jetzt konkret bei den Verbindern, bei den lösbaren Verbindern? Ich habe hier mal so eine Kiste hier, wo wir die ganzen Verbindungen zeigen. Dann habe ich hier noch so ein paar Muster. Ich gehe mal an die Kamera ran. Und jetzt wird einer anders sagen, sag mal, spinnen Sie jetzt ganz ins Wahnsinn an, im Massivholzbereich irgendwelche kleinen Teile da reinzubauen, also irgendwelche lösbaren Verbinder. Aber das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie kleine Teile, Stacheln etc. ich da verbinden kann mit dem lösbaren Verbinder. Ob das jetzt eine Verleimhilfe ist oder auch tatsächlich lösbar, ja, individuell möglich. Und wie das dann hier eingesetzt wird, letztendlich möchte ich zeigen in dieser Sendung. Dann haben wir natürlich die DF700, das große Gerät. Hier geht es dann auch nur um diese lösbaren Verbindungen, also die ganzen Standardverbindungen, um die geht es heute nicht. Also hier dann alles eine Nummer größer, man sieht es hier auch ganz schön auf der Übersicht. Also Frankfurt jetzt über den Bereich sprechen, die lösbaren Verbinder für den 8mm Bereich und hier später im 14mm Bereich die lösbaren Verbindung für die Domino XL. Vielleicht können wir da drüben gerade mal so ein bisschen diese Muster zeigen. Wir haben ja da ein bisschen was vorbereitet. Zum einen ein Bit, ich gehe mal rüber. Und an diesem Bit kann man schon diese großen Verbinder, Eckverbinder sehen. Und das, der Vorteil ist natürlich, ich kann das zerlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier tatsächlich umziehe, dann haben wir hier tatsächlich die Möglichkeit, das Ganze hier zu lösen, auseinander zu machen und sind dann hier sehr flexibel. Und dann haben wir noch eine andere Möglichkeit. Das, und das heißt, Ganze ist auch mega stabil, oder? Absolut. Wichtig bei dem Bett. Auch bei einer Treppe ist es wichtig. Hier haben wir jetzt mal eine Treppe, die im Schulungsraum normalerweise stehen und ist ein bisschen eine zweckentfremdete Verwendung, aber funktioniert wunderbar hier, um gerade zwei Wangenstücke zu verwenden, in dem Fall die zwei Wandwangenstücke. Und das Ganze, die Verbindung wurde, ist quasi ein Mix aus einem herkömmlichen Domino im oberen und unteren Bereich und hier dieser Flächenverbinder, um das Ganze zusammenzuziehen. Und letztendlich ist es eine Verleimhilfe. Also ich habe jetzt hier das Ganze zusätzlich mit Leim dann verbunden. Eine weitere Möglichkeit, um sowas im Treppenbau einzusetzen, ist natürlich im Eckbereich oder hier jetzt die Anforderung aus unserem Schulungsraum. Hier kann man dann zum Beispiel Fräsarbeiten zeigen, wie man solche Sachen ausfräst. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel die andere Variante verbaut. Auch ein lösbarer Verbinder, aber im Gegensatz zu dem, was ihr gerade eben gesehen habt, ist das hier der Verbinder mit dem eingebauten Spreizanker. Das heißt, dass ihr dann
so aus. Da könnt ihr mal mit der Kamera herkommen. Das ist jetzt die Variante, die auch der Frank gerade gezeigt hat, die er in seinem Bett verwendet hat. Einfach mal als kleine Inspiration, wofür man diese Verbindung einsetzen kann. Und definitiv eine super Sache. Okay, gut. Kommen wir wieder rüber und vielleicht auch nochmal zur Information, also die Überschneidung von der großen Maschine und der kleinen Maschine, ich habe es hier nochmal dargestellt, ist hier im 8 bzw. im 10 mm Bereich. Hier kann ich also mit der großen Maschine auch diese Verbinder hier einbauen, die ich schon mal vorbereitet habe, und natürlich mit der kleinen. Und hier sieht man es recht gut, wo die kleine, also von 20 mm bis 50 10 und hier von 8 mm hoch bis 14 mm. Die Kollegen haben ja letztes Mal, diese Verbindung noch gezeigt. Der eine oder andere hat vielleicht hier teilnehmen können. Und das ist letztendlich hier diese Verbindung. Und mein, ja, unser Produktmanager, der Wolfgang Reines, hat hier mir diese Muster noch zur Verfügung gestellt, um genau zu sehen, wie das überhaupt funktioniert. Also wie dieser Spreizanker hier in die Seite reingedrückt wird und dann hier praktisch das Ganze verbindet. Und heute möchte ich gerne hier anknüpfen und mal so eine Mittelseitenverbindung herstellen, wie das funktioniert, und aber auch das zeigen, wie man hier mit der Lochreihe arbeitet. Also hier haben wir mal eine aufgeschnittene Lochreihe, das 32 mm System, das kennt ihr ja. Und hier haben wir dann die Schraube montiert mit dem dementsprechenden Verbinder. Und das Ganze natürlich auch hier in der Mittelseite ebenfalls möglich. Ich würde sagen, wir starten mal kurz mit dem mit der Mittelseite, und ich habe hier gerade diese Systematik, die die Kollegen letztes Mal schon vorbereitet haben, hier mal aufgebaut. Das heißt, ich habe jetzt mal bewusst keinen Holzdübel, also Dominodübel, montiert. Klar, wenn der Boden breiter wäre, wenn die Seite breiter wäre, könnte man hier natürlich auch noch Holzdübel für mehr Stabilität einbauen oder noch einen dritten Verbinder, je nachdem, alles ist möglich. Wir schieben jetzt mal hier die zwei Dinge hier zusammen. Das Starterkit haben die Kollegen ja letztes Mal schon vorbereitet. Und du kannst auch das, sorry, ich mal wegräumen. Noch, genau, du mir kurz dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier für, auf dem Platz hier, genau, auf dem Tisch. Fangen wir mal weg. 8 mm Fräse ist ebenfalls schon eingesetzt. Und jetzt schrauben wir mal das Ganze hier kurz fest. Und wie ihr sehen könnt, was mir sehr gut gefällt, ist, dass dieser lösbare Verbinder das Ganze auch schön zusammenzieht. Und somit eine sehr stabile Verbindung letztendlich möglich ist. Klar, Abdeckkappen haben wir auch in der verschiedenen Farben. Und der eine oder andere sagt jetzt, ja, wenn ich jetzt eine rote, eine schwarze Platte habe, ich kann das Ganze natürlich auch mal kurz anspritzen oder lackieren, dann passt es natürlich in der dementsprechenden Farbe optimal. Kommen wir zu der Mittelseite. Vor dieser Mittelseite, und ich habe hier mal zwei Werkstücke. Die platzieren wir hier mal, die zwei Stücke machen wir mal auf die Seite. Und ich mache jetzt hier die Mittelseite und hier drüben den nächsten Boden. Ja, so wird es jetzt praktisch weitergehen. Hier kommt dann wieder eine Seite. Mache ich natürlich zuerst mal ein Zeichen. Und klar, normalerweise macht man dieses Dreieck im hinteren Bereich, also mache ich es immer hier jetzt einfach halber, mache ich es im vorderen Bereich, dass man es besser sehen kann. Und so kann ich hier recht einfach auch zeigen, was oben, was unten, was innen ist. Für diese Verbinder, Mittelseitenverbinder, gibt es jetzt diese kleinen Bolzen hier. Und die kann ich auseinanderschrauben. Ich gebe dir gerade mal noch zusätzlich. Genau, das, was ich noch brauche. Und das Maximum ist hier bei ca. Ja, 25 mm. Ja, aber das kleinste Maß ist 19 mm. Also so wie wir es normalerweise haben, wenn man Korpusbau macht, 19 mm, dann kann man hier diese Verbinder einsetzen. Also die Standardplatten, kein Problem. Genau. So, meine Zeichen habe ich gemacht. Das, was ich jetzt als nächstes mache, ist jetzt hier mal kurz das Ganze fräsen. Da muss vielleicht das Kamerateam ein bisschen zur Seite kommen, weil ich jetzt hier mal die Seite stehen lasse. Fahren wir hier dagegen. Das Ganze wird jetzt noch mit Strom angeschlossen. Und dann können wir schon loslegen.
Auch immer wieder eine Frage ist, in eurer Anleitung zur Einstellung der Fräsweite steht dran, dass man das nur bei eingeschalteter Maschine verstellen soll. Und ich sage immer, wenn es funktioniert, dass ich jetzt ohne großen Druck das hier verstellen kann, dann kann man es auch in der stehenden Maschine machen, also wenn sie nicht läuft. Sobald ich aber hier einen Widerstand spüre, dann mich nicht mit Gewalt weiterdrehen, sondern dann kann man die Maschine hier starten. Und auch bei laufender Maschine dann verändern. Ja. Frank, ich habe eine Frage. Gerne. Kann man damit auch Treppenstufen verbinden? Also Treppenstufen verbinden ist eigentlich die grundsätzliche Frage, von was für Treppenstufen reden wir hier. Aber wir können vielleicht mal kurz einen Schwenk rüber machen zu unseren Treppenstufen. Und wenn also, du jetzt... Es kommt natürlich auf die Bauart an, gell? Also. Absolut. Wenn du jetzt hier eine Treppenstufe in der Mitte verbinden möchtest, geht es natürlich nur bedingt, weil hier ist natürlich schon von der Stabilität her ja, ich denke mal, viel Druck. Ich denke mal, die Frage war eher zwischen Wange und Treppentritt. Wahrscheinlich. Theoretisch funktioniert es. Ist halt auch die Frage, wie kriegt man es zusammengebaut immer? Wie kriegt man es verleimt? Man ist eigentlich auch so, wenn man hier eine klassische Treppe macht, wie in unserem Fall hier, dann kommt in der Regel, man sitzt an der Seite, zwei Gewindestangen durch, sodass die Treppe dann auch arbeiten kann. Weil eine Treppe wird in der Regel nicht fest verleimt, sondern sie wird nur verschraubt, sodass sie arbeiten kann, ja, Feuchtigkeit etc. Und hier ist es vielleicht schon möglich, das zu machen mit so einem Verbinder, mit einem großen Verbinder, aber ich würde das nicht unbedingt tun. Ja. Zumal man hier dann auch nicht richtig rankommt mit dem Verbinder unten, vielleicht dann wieder von der anderen Seite. Also, der richtige Weg ist sicherlich mit diesen Gewindestangen. Okay, kommen wir hier zurück zu den kleinen Verbindern. Die Kamera darf mir folgen. Und nun haben wir ja das Ganze hier eingestellt. Die Tiefe machen wir hier wieder auf 28 mm, so wie wir es ja wahrscheinlich schon beim letzten Mal gesehen haben. Fahren mit unseren kleinen Pins hier ran und können jetzt loslegen. So. Nun kommt meine Mittelseile. Ich gehe mal hier so rüber, dass ihr es besser sehen könnt. Und das heißt, ich muss jetzt hier das Loch durchbohren. Dann kommt eigentlich auch oft die Frage, upsala, kann ich hier auf einmal, kann ich hier auf einmal durchfräsen mit meinem Fräser? Grundsätzlich geht es natürlich schon, ich brauche hier hinten natürlich dann ein Opferholz. Meine persönliche Meinung ist aber, ich gehe hier auf 15, mache dann lieber einen Arbeitsschritt mehr und gehe hier auf beide Seiten mit dem Fräser rein, dann habe ich eine saubere Fräsung, keinen Ausriss und ich bin meiner Meinung nach auf der sicheren Seite. Das machen wir jetzt, ich fahre jetzt einmal hier ran, das Ganze ist wieder hier eingestellt auf 15 mm. Und so haben wir hier ein schönes durchgängiges Loch. Gut, das war jetzt das erste. Jetzt brauchst du wahrscheinlich den hier. Genau. Der zweite Boden. Richtig. Und das Zeichen ist hier vorne. Genau. Das heißt, ich mache jetzt das gleiche wieder wie vorhin. Einzig, was ich beachten muss, die Tiefe. 28. Maximale Tiefe. Geht aber sehr schnell. Ihr seht, es ist eigentlich eine kinderleichte Sache. Mein Zeichen ist unten, geht in Position und fräst. So, dann bist du fertig, ich helfe dir schon mal beim Vorbereiten. Genau, auch das hat ja der Julian oder Sascha letztes Mal schon gezeigt, mit dieser Bohrschablone. Und die wird jetzt nun hier eingesetzt. Das heißt, wir haben jetzt, muss ich mich konzentrieren ein bisschen, zwei Bereiche, wo wir hier mit Löchern versehen müssen.
Die Fräser werden, oder der Fräsbohrer wird jetzt hier in das Zentrotag-System eingesetzt. Das Ganze kommt hier zusammen. Und jetzt können wir hier schon mal einstellen wieder. Das ist das Gleiche, wie wir letzte Woche schon gezeigt haben. Also ihr seht, es ist sehr einfach, auch wenn wir hier jetzt von der Mittelseite arbeiten oder mit der Außenseite. Ich schließe das Ganze wieder hier an mit meinem Absaugsystem und kann nun über meinen Startknopf das Ganze aktivieren. Genau. Das Einzige, was wir jetzt noch beachten müssen, ist natürlich hier unsere Zeigen, dass wir hier in der Mitte sind. Nun bringen wir unsere Bolzen dran. Ich habe es hier ebenfalls schon ein bisschen präpariert, dass wir hier die Muttern gleich drin haben oder die Schrauben gleich drin haben. Und jetzt werden diese hier in das Loch da eingesetzt. Und wichtig ist dabei zuerst der Bolzen, dann die Klammer und verbinden. Wie schon gesagt, zuerst der Bolzen mit der Schraube, dann die Klammer und schon sind wir hier wieder zusammen. Den Hintern drehe ich genauso. Zwei Klammern noch und ja, also das ist eine, denke ich mal, gute Möglichkeit, um einfach hier lösbare Schrankverbinder herzustellen. Jetzt haben wir hier ja diese zwei Teile. Wir legen jetzt das Ganze in Position, schauen wieder nach dem Zeichen. Und ob ich jetzt von der Seite komme, von der anderen Seite, ist mal grundsätzlich egal. Wichtig, dass ich hier das Ganze verbinde. Ich denke mal, die Kamera kann es gut einfangen. Schraube das hier zusammen und kann hier das Ganze dann auch ausrichten. Das heißt, dass diese zwei kleinen Kerben hier nach oben stehen, denn die wiederum müssen nachher die Schraubenlöcher treffen. Hängt natürlich davon ab, wie ihr gerade euer Möbelstück aufgebaut habt. Manchmal ist es dann vielleicht auf der anderen Seite. Aber in dem Fall muss das irgendwo einstimmen. Genau. Und wenn ich jetzt einen Schrank habe, dann ist klar, werde ich hier den oberen Boden verkehrt herum bohren und die Mitte, den mittleren Konstruktionsboden dann so bohren, dass er hier unten dann die Beschläge sind, sodass hier nicht der Beschlag dann irgendwie beim Rausnehmen von meinen kleinen Stücken im Weg ist. Aber ich denke, so kann man doch sehr schnell so einen Schrank herstellen, ohne dass ich hier großartige Maschinen benötige, also Großmaschinen benötige, sondern ich kann es hier auch mit kleineren, mit der kleinen Dominofräse durchführen. Was ich immer wieder auch mag, ich muss die Schrauben ein bisschen rausdrehen, die darf ich nicht zu weit reindrehen, sonst komme ich hier nicht zusammen. Ja, hier haben wir einen kleinen, ein bisschen weiter auseinander. Oh, da ist uns ein kleiner Fehler passiert. Jetzt müssen wir hier das Ganze rausnehmen. Vielleicht kannst du da drüben kurz die Zange holen, dass wir das wieder rauskriegen hier. Und ihr seht, und schauen Sie hier, diese kleine Schraube hier, oder der Bolzen hier, ist verdreht drin. Das heißt, ich komme hier gar nicht rein. Und nun muss ich natürlich hier das Ganze lösen. Das ist ein bisschen tricky. Der kleinste Schraubendreher, dem geht es normalerweise, kann ich jetzt hier diese kleine Klammer hier rausnehmen.
Gott sei Dank ist jetzt hier das Ganze in der... Upsala, wir müssen jetzt hier ein bisschen tricksen, weil wir natürlich da sonst nicht weiterkommen. Ein ganz kleinen Schraubenzieher brauche ich da. Noch einen kleineren. Ja, dann kann man nämlich das rausziehen. Ja, das ist live. So. Als nächstes, wenn das Ganze vorbereitet ist, ich kann es ja auch mal hier auf der anderen Seite zeigen, wie das dann funktioniert. Letztendlich ist es auf der anderen Seite genau das Gleiche. Hier wird das Ganze eingesetzt und die Verbindung selber wird hier nachgezogen oder schließt sich automatisch. Wir machen das anders. Ich kriege das jetzt in der Kürze der Zeit nicht raus. Deswegen machen wir hier das Ganze nochmal und dann passt es normalerweise. Wir müssen nur darauf schauen, dass wir auf jeden Fall das Ding wieder richtig reinmachen. Aber genau das ist es. Wenn ich jetzt hier, ihr seht den Unterschied, der Bolzen muss so platziert werden, der Metallbolzen, und nicht schräg. Weil sonst kriege ich natürlich hier den Bolzen nicht rein. Wir drehen das jetzt hier auf die Seite, machen da jetzt ein kleines Zeichen dran und dann können wir hier das Ganze nochmal machen. Wir hoffen, dass das funktioniert. So, legt man los mit der Maschine. So, ich bereite mal den Bohrer vor und die Schablone haben wir da hinten. 28 mm haben wir eingestellt, exaktes Maß, von der Seite wieder ran. Und nochmal unsere kleine Bohrschablone. Und das ist schon eine clevere Sache, weil hier kann man eigentlich wunderbar das Ganze hier absaugen. Ich brauche den Bohrer hier. Das Ganze geht natürlich nur mit dem Festo. So, jetzt schauen wir, dass wir es richtig hinbekommen. Also ihr seht, hier ist das Löcklein. So muss das Teil hier rein. Und hier kommt die Klammer jetzt rein. Und gerade eben war es eben einfach 90 Grad gedreht. Genau. Und hier ist eine kleine, man sieht hier diese kleine Öffnung. Und wenn ich da mit dem Schraubendreher reinfahre, kann ich das wieder rausziehen. Aber hier machen wir weiter. Und bringen es in die Position und nun können wir die Mittelseite verbinden. Wunderbar. Haben wir noch nicht gehabt. Aber hier sehen wir auch schön, wie das Ganze sich wunderbar hier zusammenzieht. Das gefällt mir richtig gut. Und so haben wir richtige, ja, Kraft drauf, eine richtig tolle Verbindung. Schön bündig. Und was machst du, wenn es mal nicht bündig ist? Sehr stabil. Also wenn es mal nicht bündig sein soll, das kann ja schon mal vorkommen, überhaupt bei Seiten, die vielleicht ein kleines bisschen unterschiedlich geschnitten sind, dann geht es relativ einfach. Man kann das noch ein bisschen bewegen, sobald natürlich hier ein zusätzlicher Holztübel drin ist und der exakt eingefräst wurde, dann geht es eigentlich nicht mehr. Mhm. Das muss man vorher beachten. Aber in dem Fall haben wir jetzt hier die Mittelsäge montiert. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, wo ich zeigen möchte, ist das mit dieser Lochreihe. Dazu können wir mal kurz diese Seite hier öffnen. Und du kannst mir schon die Schraube für die Lochreihe geben. Ah, hier ist sie. Super. Ich mache hier mal den Boden da weg. Weil darf ich dir die eindrehen irgendwo? Die kannst du eindrehen, wo du denkst.
Also er macht es jetzt hier tatsächlich mit dem Akkuschrauber. Das geht, muss eigentlich ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht überdrehen. Am besten dann den Rest hier mit hervorragend. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Gerne. Wann sollte man den Fräser erneuern? Wie merkt man es rechtzeitig, dass der Fräser stumpf geworden ist? Sehr gute Frage. Den Fräser kann man nachschärfen. Und ich erinnere mich, dass wir da hier auch schon was angesprochen haben. Wenn ihr mal genau hier drauf schaut, ich weiß nicht, ob es die Kamera einfangen kann, dann sind hier kleine Unterlagscheiben zwischen dieser Kupfer oder was ist es, Messinghülse und der schwarzen Metallhülse. Und diese kleinen Unterlagscheiben, die kann ich rausnehmen, da ist eine Aufnahme, und kann dann hier nachschärfen, sodass ich hier das Ganze mehrmals benutzen kann. Und von der Anzahl der Löcher ist es eigentlich immer die Frage, 2000, 3000, kommt immer eigentlich darauf an, was für Material ihr letztendlich habt. Aber der Vorteil ist, ich kann es nachschärfen und dann merkt ihr irgendwann mal, wenn es dann nicht mehr zum Nachschärfen ist, dass es dann stumpf ist. Was natürlich hilft, ist bei Nichtbenutzung das Ganze hier auch abzudecken, hier die Kappe drauf zu machen. Wenn es hier am Metall, mit dem Metall drin liegt, dann wird es natürlich auch schneller stumpf. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass nun der Abstand, oder können wir vielleicht mit der Kamera das einfangen, von der Vorderkante bis zur Lochreihe ist ja 37 mm. Das Maß kennen, ich meine, die meisten von euch. Das ist so ein Maß, wo ich einfach brauche, um Beschläge etc. Einzufräsen. Und wir haben hier bei der Domino-Dübelfräse ebenfalls 37 mm. Also das heißt, vorne an den Klappen. Ich hole gerade mal die Maschine. Genau. Von hier bis zur Mitte ist ebenfalls 37 mm, sodass das Ganze hier wieder wunderbar passt auf unser System und ich jetzt auch an bestehenden Schränken, die ihr vielleicht zu Hause habt und ihr sagt, ich möchte da noch einen Boden einbauen, könnt ihr hier ohne Probleme noch zusätzlichen Boden einsetzen. Natürlich fällt hier hinten noch eine Lochreihe, aber die müsst ihr dann eben dementsprechend auch kurz reinmachen. Eine Menge Möglichkeiten mit der DF700 und dem lösbaren System, trotz jetzt kleinen Fehler, aber ich denke, wir haben das noch retten können. Machen wir weiter und zwar gehen wir jetzt mal auf die große Maschine. Genau. Sind noch Fragen von eurer Seite aus bezüglich der DF500 und diesem, sag ich mal, Starterkit mit diesen Zubehörteilen? Sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach zur DF700 und da räumt mich schon mal ab. Ich mache mir schon mal Platz hier. Also noch. Gut, wir machen weiter mit der DF700 Domino XL und das gehört noch zu dir. Domino XL ist einfach vom Anwendungsspektrum nochmal ein anderes. Wir haben hier die Möglichkeit, größere Dübel zu verwenden, also es beginnt bei 8 mm, Frank, du hattest ja schon erwähnt, überschneidet sich hier in dem Bereich und dann hat man hier halt die Möglichkeit bis zu 14 mm Dübel einzusetzen. Das ist eigentlich schon richtig heftig, wenn man hier tatsächlich mal 7 mm oder 7 cm rausfährt mit dem Fräser, da gibt eine richtig große Zerschlagung, da geht ja schon was. Und natürlich für so gerade für stabile Verbindungen eine super Sache. Gut, also das heißt, ich brauche für die Verbindung einen 14 mm Fräser. Mhm. Und schauen wir mal, welcher Fräser da gerade eingebaut ist. Ich kann das Ganze hier lösen. Und wir haben hier 14 mm, passt. Fräserwechsel, falls ihr das nicht wisst, habt ihr hier auf der Seite die Spindelarretierung. Und dann könnt ihr hier mit dem Schlüssel einfach den Fräser entsprechend wechseln. Sehr einfach und komfortabel. So, aber ich glaube, auf das Thema Fräserwechsel wurde schon eingegangen, deswegen würde ich mal hier weitermachen. Vielleicht ebenfalls interessant, wir haben hier mehrere Pins, das heißt in der DF500 arbeiten wir immer mit einem Pin. Hier haben wir drei auf jeder Seite, also 6 Stück, die ich relativ gut aktivieren kann oder deaktivieren kann. Einfach durch draufdrücken mit diesem grünen kleinen Knopf und der José arbeitet jetzt mit dem mittleren Pin, den er nachher auch einsetzen wird bei dieser Verbindung. Also für die Domino XL Verbindungen, da gibt es hier auch diesen, ich sag mal, Starter-Systemer. Und letztendlich braucht ihr
empfehlen wir einfach mal, dass ihr euch diesen Starter-Sustainer zulegt. Da sind alle Teile drin, die benötigt werden. Genau. Und dann können wir hier loslegen. Was machen wir als erstes für Sie? Ich habe hier mal was vorbereitet, und zwar hier ein Flächenverbinder. Ähnlich wie drüben im Brett, wo wir vorher gezeigt haben. Genau, da habe ich es jetzt als Verleimhilfe eingesetzt, aber kann natürlich auch im Küchenbereich. Küchenarbeitsplatten. Große Konferenztische. Tische, ja. Genau. Und gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Okay. Also das heißt, wir brauchen hier diese Verbinder. Mhm. Die werden ausgestattet mit diesen Plastik-Clips. Dass das Ganze aussieht wie ein Dübel nachher. Genau, und da haben wir hier die Möglichkeit, zwei verschiedene Varianten letztendlich zu wählen. Einmal hier mit einem zentralen Clip und dann hier mit diesem doppelten Aufbau. Was es zu bedeuten hat, zeigt man nachher an der Anwendung direkt. Und genau, dafür brauche ich, wie gesagt, Domino XL. Danke. Haben wir hier. Was ist wichtig? Also ich will das Ganze hier verbinden. Manchmal hilft es dann, sich auch eine kleine Gedankenstütze zu machen. Das heißt, ich habe hier auf dieser Seite meine Öffnungen für diesen Teil hier und in dem Bereich kommen meine Löcher rein. Im Prinzip braucht man das nicht unbedingt, aber wenn man viele Bauteile hat, dann ist es manchmal hilfreich, dass man nicht durcheinander kommt. So, hier beim Domino XL ist es ein kleines bisschen anders wie beim DF500 bezüglich hier der Tiefeneinstellung oder beziehungsweise hier dieses Anschlags. Genau, das ist ein wichtiger Hinweis. Genau, bei der kleinen ist es so, dass wir hier die Materialstärke über diese Schnellwahl einstellen können. Und bei der Domino XL ist es so, dass wir hier immer das Achsmaß haben. Ja, das sind also die Unterschiede. Hier ein bisschen aufpassen. Genau. Das heißt, wir haben hier 38 mm Material und werden hier circa im Zentrum arbeiten. Das heißt, ich stelle mir das auf 20 mm ein. Und dann brauchen wir hier für diese Art von Verbindung immer ein definiertes Maß. Also wir haben hier immer 50 mm Tiefe und die stelle ich mir dann hier ein. Und später brauche ich für diese Fräsung letztendlich auch ein Maß. Das richtet sich auch nach der Materialstärke. Aber da kommen wir ja später drauf. Genau. Wichtig ist, denke ich mal, zu stelle sehen, beides ein. Du kannst dir beides einstellen und dann praktisch sehr schnell hin und her schieben und musst da nicht großartig da was messen. Genau. Mhm. Gut. Dann legen wir mal los. Wo ist denn mein Stopper? Muss ich mir mal gerade klauen. So. Wunderbar, vielen Dank. So, Franco hat es schon erwähnt. Ich werde jetzt hier mit diesen Pins arbeiten. In jedem Fall den zweiten Pin und man kann das Ganze natürlich ausrichten, je nachdem, was man eben vorhat. So, Strom und Schlauch. Ganz wichtig, bei dieser Verbindung muss immer hier diese exakte Fräsung eingestellt werden. Okay? Zeig mal kurz, wie man das verstellen kann. Genau, hier, da haben wir diesen Hebel. Auch hier gilt, wenn es leichtgängig läuft, im nicht laufenden Betrieb, dann ist es okay. Aber wenn es irgendwie haken sollte, solltet ihr die Maschine einschalten. Gut, dann legen wir los. Hierzu muss die Maschine nochmal umgestellt werden und wir haben hier auch einen definierten
Abstand, wo das Loch im Prinzip sein muss. Und das sind, ist immer 40 mm. Und die Frästiefe, die richtet sich nach der Materialdicke. Also letztendlich müsst ihr das so vorstellen, wir richten uns nach der Achse plus 10 mm und dann haben wir die richtige Tiefe. Also in dem Fall wäre es jetzt praktisch 30 mm, oder? Genau. Also von hierher hast du jetzt 40? Genau, die habe ich mir hier eingestellt. Mhm. Genau. Und die Tiefe habe ich hier, 30, genau. Passt. Wieder so. Mit den zwei Pins. Und natürlich, wenn die Auflage weniger wäre, dann wäre es eigentlich sinnvoll, wenn man hier noch mit dieser. So geht es hier dann andersrum. Genau, vielen Dank. Genau, so rum. Dass man sie dann montiert, dann haben wir weniger. Hängt natürlich von der Materialstärke ab, aber jetzt bei 40 mm. Ist genug. Geht's gerade noch so. So, machen wir das gleiche hier. Hier werde ich jetzt auch nochmal eine Sondergeschichte euch zeigen. Und zwar werde ich hier mal eine Fräsung mit der weiteren Einstellung fräsen, damit ihr seht, was man da machen kann. Es sind ja schon einige an Spänen, die hier erzeugt werden. Und es ist immer sinnvoll, vielleicht kurz nochmal das Ganze auszusaugen. Und mit der Fernbedienung geht es eigentlich wunderbar. Jetzt hast du hier ein zusätzliches weiteres Loch oder ein größeres Loch gefräst. Genau. Und zwar ist es hat auch einen Grund, warum ich das gemacht habe. Wir haben hier nämlich MDF. Mhm. Und oder ja, generell kann man sagen, bei weicheren Materialien empfehlen wir einfach hier die Verwendung von diesem. Hat das schon nicht der? Sorry, das war Mistake. Hier, das sind die richtigen. Diese zusätzlichen Clips erhöhen einfach nochmal die Auflagefläche. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, gerade wenn man jetzt eine Spanplatte hat oder MDF oder so weicheres Material, eben diese Auflage. Verbreiterung einzusetzen. Was aber hier wichtig ist, du hast dann hier das Ganze größer gestellt. Richtig. Also hier an dem Hebel das Ganze größer gestellt. Das heißt, ich stelle es wieder zurück, dass wir auf jeden Fall nachher wieder richtig fräsen. Genau, dann schiebe ich das Ganze rein. Mhm. Einmal hier und einmal da. Dann bräuchte ich hier noch eine kleine Mutter. Okay. So, und dann haben wir hier zwei verschiedene Varianten, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und jetzt löst sich das Ganze auf, was da dahinter steckt. So, stecken wir das mal rein. Also diese Kunststoffteile werden einfach hier zusammengeklickst. Und ich sehe gerade, wir haben hier ein technisches Problem. Bei einem unserer Kameras. Einen kleinen Moment, wir sind gleich wieder dabei. Schauen wir mal kurz. Okay, der José hat das jetzt mal so weit vorbereitet und wird es jetzt gleich hier zusammen machen. Wichtig ist natürlich, dass hier diese kleinen Öffnungen nach oben zeigen, dass nachher die Schrauben wieder hier die richtige Zentrierung finden. Und jetzt werden wir gleich wieder dabei sein mit dem nächsten. Jawohl, die Kamera ist wieder an Bord. Die Bilder müssten jetzt normalerweise wieder kommen. Okay, jetzt können wir das zusammenschieben und jetzt können wir vielleicht gleich sehen, was hier der Vorteil war. Hier nochmal der Unterschied. Hier wurde einer zentral eingesetzt und hier zwei Plastikclips jeweils. Also hier haben wir eine kleine Lücke dazwischen. Ne? Auch noch, genau. Ja. So, jetzt schieben wir das Ganze mal zusammen. Auch hier, ich schiebe das extra mal auseinander, damit ihr seht, dass sich die Verbindung selbstständig zusammenzieht. So. Und hier genauso.
So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, bei der Variante mit den zwei Plastikclips, haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu verschieben, ein kleines bisschen, und eventuell nochmal anzupassen. Also das ist jetzt gerade im Bereich von Arbeitsplatten. Küchenarbeitsplatten, das ist ja manchmal so ein hauchdünne, da muss es einfach passen. Und wenn du da ein bisschen Überlappung hast, dann bleibt der Putzlappen hängen oder die Finger bleiben hängen. Und da muss man manchmal schon nachjustieren können in diesem Bereich. Letztendlich haben wir auch die Möglichkeit, dann hier noch so eine kleine Abdeckkappe drauf zu machen. Und natürlich, wenn die farblich passt, ebenfalls wieder lackierbar. Das war jetzt hier eine Flächenverbindung. Wenn es auch eure Fragen gibt, gerne rein. Wir werden sie beantworten. Und als nächstes machen wir jetzt hier eine Eckverbindung, also ähnlich wie bei dem Bett vorher, sodass wir da jetzt mal genau das gleiche Verbindung haben. Ja, wir sind hier in Time. Das heißt, wir haben noch 10 Minuten, wenn ich richtig informiert bin. Und würde ich sagen, legen wir gleich los mit Eckverbindung. Genau. Also hier, das wollen wir machen. Hier so eine Eckverbindung. Und letztendlich auch wieder mit diesem lösbaren System. Du könntest es vielleicht mal aufmachen und zeigen. Und ich hole mir schon mal meine Hölzer, die ich nachher brauche. Hier einsetzen. Man kann natürlich dann auch mit einem T-Schlüssel arbeiten, die Schraube lösen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Meine Hände verdecken viel. Und jetzt kann ich das Ganze hier aufmachen. Und ihr seht, wir haben da jetzt bewusst mal einen Holztype gewählt und so einen Verbinder. Vielleicht kann man das auch umdrehen oder man kann auch vielleicht zwei Dübel reinmachen, damit den Verbinder. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass das Ganze eben hier zusammenhält. Genau, also zeig mal eben, wie das geht. Ich habe hier meine Hölzer, so sollen die nachher montiert werden. Und machen wir jetzt erstmal auch so ein kleines Zeichen, damit ich eine Orientierung habe. Hinterher werden wir das Ganze dann noch reinversetzen, damit wir hier eventuell eine Rundung oder eine Phase oder irgendwas anbringen können. Und dann habe ich hier auf der Seite quasi meine zwei Spreizanker. Auf der Seite habe ich meine Bohrungen. Und jetzt auf der Innenseite mache ich mir auch nochmal eine Markierung, damit ich weiß, dass hier nachher mein Verbinder nachher sitzt. Hier arbeiten wir ausschließlich dann mit diesen Verbinder. Da brauchen wir also keine Verbreiterung oder Vergrößerung, wie wir es vorher gehabt haben bei den MDF-Materialien. Ja. Genau. So, dann fangen wir hier mal an. Also du nimmst jetzt praktisch das Längsteil als erstes, wo das tiefe Loch reingefräst wird mit 50 mm. Genau, hier wichtig, Anschlagseite. Außenseite. Beachten, ich habe hier mein kleines Zeichen. Ich weiß jetzt, dass hier die Oberkante ist und hier fange ich nachher an, meine Maschine anzulegen. Über die Pins. So, dann müssen wir hier Material, was haben wir hier, 40 mm dürften das sein. Das heißt, wir stellen hier den Tisch wieder auf 20 mm ein. Die Frästiefe ist wieder genau gleich, also hier brauchen wir wieder die 50 mm und exakte Fräsung. Und dann können wir hier schon loslegen. Jo. So, bereit? Du bist jetzt praktisch mit diesem Pin hier reingefahren, in das Loch hier, und hast diesen Abstand praktisch aufgenommen. Und somit haben wir da genau optimales Arbeiten. Genau, erspart mir das Anzeichnen und ist halt wirklich richtig schnell. Genau. So, dann haben wir hier zusätzlich die Fräsung, die wir hier machen müssen, für den Verbinder. Ja. Zwinge ich mir mal gerade fest. Und jetzt muss man hier im Prinzip auch wieder die Tiefe richtig einstellen. 20 mm Material oder Achsmaß hatten wir hier, das heißt auch wieder die 30 in der Tiefe und 40
hier, um diesen Abstand zu haben und dann einfach ansetzen. Auch hier gilt wieder, wenn das Ganze zu wackelig sein sollte, könnt ihr hier die Auflageverbreiterung verwenden. Genau. Und ja, genau. Bereit, Frank? Jo. So. Kannst du jetzt gerade beten? Dann kannst du schon das nächste vorbereiten. So, hier haben wir ja die beiden Fräsungen. Hier soll nachher der Spreiz angereihen. Und das schneide ich mal gerade hier so ein. Habe hier meine Anschlagseite mit meinem Zeichen. Das heißt, ich werde meine Pins dann nachher meinen Pin hier anlegen. Und ich wollte das Ganze ja auch versetzen um 10 mm. Das heißt, da werde ich jetzt zusätzlich hier meinen Anschlag noch mal einstellen auf 30 mm und dann brauchen wir eine Tiefe. Dann haben wir praktisch jetzt einen Rücksprung von ca. 10 mm. Genau. Ja, vorher haben wir ja 20 mm eingestellt, Mitte, und wenn ich jetzt hier eine Rundung ran mache mit einer, ja, was weiß ich, 8er Radius, dann ist es eigentlich hervorragend, wenn ich da einen schönen Rücksprung habe und kann das hervorragend ausarbeiten. Genau, also ich hatte ganz genau. Hier wichtig, wenn man jetzt diesen Spreizanker verwendet, dann hat er eben natürlich auch eine definierte Frästiefe, sind 25 mm, die stelle ich mir dann auch einmalig hier ein und dann können wir schon loslegen. So. Wie über die Pins? Genau, ich lege das Ganze an über den Pin. Ups. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze hier da schon vorbereitet, sehe ja. Ich. Wunderbar, also Frank. Vielen Dank. Wir können das nachher vielleicht mal kurz nach oben nehmen. Das soll ja letztendlich so zusammenkommen. Genau. In diese Richtung. Vorher muss hier noch der Spreiz rein. Dann würde ich gerade noch den Hammer geben. Vielen Dank. So, der Spreizanker muss auch aktiviert werden und dafür nehmen wir gerade mal hier. Ja, wir können auch den hier nehmen, ja. Verbindung mit einer Rätsche. Ihr könnt auch den Schlüssel hier reinstecken in das Loch, um das Ganze anzuziehen, aber eine Rätsche wäre ein bisschen angenehmer. Hier ganz wichtig, komplett zuziehen, dann dadurch aktiviert sich der Spreizanker und dann muss diese Fläche letztendlich in die richtige Richtung zeigen. Also wir haben das Ganze nach innen, da empfiehlt es sich auch hier diesen Schlüssel hier zu verwenden, dann könnt ihr das nochmal in die richtige Richtung. Wenn es nicht geht, gehen wir einfach andersrum, wir haben genügend. So, jetzt haben wir das Ganze vorbereitet. Vielleicht aber hier nochmal diese Dübel, die werden eigentlich eingeleimt, sind speziell abgestimmt auf dieses System. Das heißt, es sind nicht einfach Dübel, sondern die sind von der Länge her, sagen wir mal, schauen, 75 mm, sodass es ebenfalls wieder passt auf das System. Der Vorteil ist, dass ihr nicht umstellen müsst, wenn ihr beides verwendet. So, dann, wenn ihr einleimt, natürlich nur auf einer Seite einleimen. Ja. Die Schraube ein bisschen lösen. Genau, die ist jetzt noch. So, und auch hier wieder sieht man, wie sich die Verbindung oder wie der Verbinder beide Bauteile zusammenzieht. Das sind noch Fragen, habe ich gehört. Vielleicht können wir die kurz mal reinbringen. Wenn Fragen sind, einfach schreiben und hier sehen wir die Verbindung optimal. Im Außenbereich natürlich ebenso. Und so kann man hier das Ganze bearbeiten mit einer Phase oder mit einer Rundung und so haben wir hier ein Bettteil. Genau. Das war's. Vielfältig einsetzbares System,
man muss sich ein kleines bisschen damit beschäftigen. Schaut euch mal die Videos an oder auf der Webseite die Infos. Und dann wir müssen ein bisschen Distance, aber doch zusammenkommen, sagt mir die Kameraführung. Und dann vielleicht der eine oder andere Frage, ich komme nichts rein. Die Josie winkt mir ein bisschen, die Katrin hat hier eine Frage eventuell. Nein, sie schüttelt den Kopf. Gut, dann ist es auch okay, dann haben wir alles erklärt. Und wenn natürlich im Nachgang noch Fragen sind, wir werden diese gerne beantworten. Uns hat es gefreut, ich hoffe euch auch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Entweder mittwochs oder donnerstags, je nachdem, ob Feiertage sind oder sonstige Tage. Aber wir werden das versuchen, wöchentlich hier zu bringen. Bringt uns auch Themen, wenn ihr habt Themen. Dann können wir uns darauf einstellen. Aber ansonsten, bis dann. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Danke, Jose.